Ja, kann Landespolitik Ungleichheit reduzieren? Nordrhein-Westfalen auf den Prüfstand, so lautet der Titel und das Thema der nachfolgenden Runde. Und wenn man so will, stecken im Titel schon drei Dinge versteckt, auf die ich Ihr Augenmerk gerne lenken würde zum Einstieg. Das erste ist gewissermaßen die Annahme, dass Ungleichheit ein Problem ist. Das ist ja keine triviale Annahme, dass es tatsächlich ein Problem ist. Wir haben eben auch in einer der Nachfragen beim Vortrag gehört, na ja, ab welchem Level von Ungleichheit fängt die Problematik gewissermaßen an? Also was ist es tatsächlich für ein Problem? Dass soziale Ungleichheit möglicherweise ein moralisches Problem darstellt, weil Menschen entwürdigende Erfahrungen machen, ist das eine Problem. Über ökonomische, fiskalische Komponenten von sozialer Ungleichheit haben wir schon was gehört. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es durchaus auch politische Probleme im engeren Sinne gibt, die mit dieser sozialen Ungleichheit oder wachsender sozialer Ungleichheit einhergehen. Denn gewisserweise bedroht soziale Ungleichheit auch den politischen Gleichheitsgrundsatz, nämlich den demokratischen Gleichheitsgrundsatz, dass jede Stimme gleich viel wert ist. Wir wissen nicht zuletzt auf der Grundlage auch von Forschung von Kollegen vom Max-Planck-Institut in Köln, dass es einen engen Zusammenhang sozusagen zwischen Demokratiezufriedenheit und politischer Partizipation und sozialer Ungleichheit gibt. Man könnte sagen, es gibt die einfache Daumenregel, je größer soziale Ungleichheit, desto niedriger die Demokratiezufriedenheit. Und je größer soziale Ungleichheit, umso verzerrter ist die politische Partizipation. Und die Frage, warum möglicherweise auch dieses Thema gar nicht adressiert wird, hat was damit zu tun, dass vielleicht die Adressaten vorsorgender Sozialpolitik möglicherweise diejenigen sind, die gerade nicht wählen gehen, die nicht repräsentiert sind. Also wir haben eine extreme demokratische Verzerrung und das ist gewissermaßen eine indirekte Folge sozialer Ungleichheit, die weit über fiskalische und ökonomische Komponenten hinausweist. Also insofern haben wir es offensichtlich mit einem Problem zu tun. Zweiter Aspekt, der in dieser Fragestellung beinhaltet ist, ist der Fokus auf Nordrhein-Westfalen. Und insofern gewissermaßen die Frage, ja, was ist eigentlich die Bilanz des Landes Nordrhein-Westfalen, wenn man sich soziale Ungleichheit anschaut? Und hier gibt es zwei Komponenten. Das eine ist gewissermaßen der Ländervergleich. Wie steht Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Ländern innerhalb der Bundesrepublik da? Und das zweite ist, wie sieht es eigentlich mit der Verteilung sozialer Ungleichheit innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen aus? Vielleicht zum ersten Punkt, was sind gewissermaßen Indikatoren? Ich habe mir mal zwei ganz einfache rausgesucht. Das erste, Armutsgefährdungsquote, nach Bundesländern aufgeteilt. Wenn man sich das für die Bundesländer anschaut, ist es auf den ersten Blick so, dass Nordrhein-Westfalen gewissermaßen den ungefährlichen Mittelplatz einnimmt. Sortiert sich da irgendwie in der Mitte, das fällt nicht wahnsinnig ins Gewicht. Wenn man sich aber genauer anschaut, welche Länder wie abschneiden, sieht man, dass Nordrhein-Westfalen, was die Armutsgefährdungsquote angeht, das Schlusslicht der westdeutschen Flächenländer ist. Nur die Ostdeutschen und die Stadtstaaten hängen hinten dran. Insofern kann man sagen, nun ja, entlang dieses Indikators ist soziale Ungleichheit für Nordrhein-Westfalen eine andere Herausforderung als für Bayern und Baden-Württemberg. Zweiter Indikator, sowas wie die Empfänger von Leistung in der Grundsicherung, das gleiche Bild. Nordrhein-Westfalen ist auch hier im Mittelfeld, auf den ersten Blick unauffällig, auf den zweiten Blick auch hier Schlusslicht der westdeutschen Flächenländer. Aber das Interessante beginnt dann, wenn man sich Nordrhein-Westfalen dann in der Fläche anschaut und man guckt mal, wie die Verteilung innerhalb des Landes eigentlich aussieht. Denn wir erleben ja gewissermaßen das, was wir im großen Maßstab sozialer Disparität erleben, innerhalb des Landes nochmal in verschärfter Form. Auch hier zwei Beispiele. Das erste Beispiel, wenn man das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, wenn man das gemisst am Bundesdurchschnitt, ich vergleiche mal Düsseldorf und Bottrop. Düsseldorf erzielt etwa 220% des Bundesdurchschnitts des BIPs, Bottrop 60%. Wir haben gewissermaßen erste und dritte Welt innerhalb des Bundeslandes vereint. Zweiter Aspekt, ich glaube, es reicht gewissermaßen der A40-Äquator im Ruhrgebiet, der Essener Norden, der Essener Süden. Und das illustriert gewissermaßen auch mein eingangs genanntes Beispiel, dass man sich, wenn man sich das bei der politischen Partizipation anschaut, genau die gleichen Disparitäten gibt. Man könnte gewissermaßen aus der Wahlbeteiligung ableiten, um was für einen sozialstrukturell geprägten Stadtteil es sich eigentlich handelt. Dritter Aspekt der Fragestellung, und das leitet dann auch über zu dem Input und der Diskussion, die wir gleich haben. Was kann eigentlich Landespolitik tun vor diesem Hintergrund? In gewisser Weise sind ja einige der Themen, die wir auch heute und morgen diskutieren werden, gewissermaßen auch landespolitischer Gegenstand. Das Stichwort der präventiven Sozialpolitik oder der vorsorgenden Sozialpolitik ist ja gewissermaßen schon Teil der Regierungserklärung von Hannelore Kraft gewesen, findet sich im Koalitionsvertrag. Viele Stichworte, die gewissermaßen auf das Nivellieren sozialer Ungleichheit abzielen, ob das jetzt Bildungsinvestitionen sind oder möglicherweise auch Stadtentwicklung und Raumplanung, spielen eine wichtige Rolle. Aber gleichzeitig kann man schon die berechtigte Frage stellen, wie groß ist eigentlich der Handlungsspielraum eines Landes in diesem Politikfeld, tatsächlich für Bewegung zu sorgen? Auch hier drei durchaus kritische Punkte, wo man denn möglicherweise nichts bewegen kann.
Wir steuern auf eine Schuldenbremse zu. Und wenn die Schuldenbremse fiskalische Spielräume auch für soziale Investitionen nimmt, droht damit gewissermaßen dann die Unfähigkeit, überhaupt agieren zu können politisch. Und das trifft die Landespolitik umso stärker, weil sie an der Einnahmeschraube nicht drehen kann. Wir haben ja eben auch gehört, die Steuerpolitik wäre gewissermaßen eine Stellschraube. Das ist keine Stellschraube, die das Land drehen kann, sondern man ist auf den Bund angewiesen. Insofern sind den Landespolitikern die Hände gebunden. Und diese Zuständigkeit für Einnahmen und Steueraufkommen finden sich ja in vielen anderen Bereichen. Viele andere Aspekte, die die Sozialpolitik betreffen und sie und gewissermaßen indirekt und direkt soziale Gleichheit und Ungleichheit beeinflussen, sind nicht Zuständigkeit des Landes. Das Land ist im Kern handlungsunfähig. Man muss mit dem leben, was man vor Ort wiederfindet. Und der dritte Aspekt ist, selbst wenn es politisches Programm im Land ist, die Bilanz Nordrhein-Westfalens ist durchaus gemischt. Insbesondere wenn man sich mal den sozialen Verzerrungseffekt bei Bildungsbiografien anschaut, ist ja in Nordrhein-Westfalen der Verzerrungseffekt besonders hoch. Also es schlägt in Nordrhein-Westfalen ganz besonders stark der soziale Status auch auf den Bildungserfolg durch. Und insofern ist da vielleicht dann das optimistische Szenario, dass es sich gewissermaßen auswächst als Problem und dass man über Bildungserfolg auch soziale Ungleichheit bekämpft, dann vielleicht auch nur ein Ammenmärchen, was wir uns zur Beruhigung der Nerven erzählen. Das sind die Fragen, die gestellt sind, und wir haben drei Impulsgeber und Referenten, die hoffentlich ein paar Antworten oder zumindest gute Fragen stellen, um dieses Thema in den Griff zu nehmen. Und ich möchte Ihnen gerne die drei Referenten vorstellen, in der Reihenfolge, in der sie auftreten. Martin Hennecke ist hier, der in der Staatskanzlei des Nordrhein-Westfalens die politische Planungsabteilung leitet. Er hat aber eigentlich zwei Zuständigkeiten, kann man sagen, langfristige politische Planung und auf der anderen Seite Raumordnung und Landesplanung, zwei Dinge, die sie beschäftigen. Idealerweise ist diese Abteilung politische Planung gewissermaßen die Strategiezentrale der Landesregierung, und insofern sind wir auf Ihre strategischen Impulse gespannt. Schön, dass Sie da sind, Herr Hennecke. Dann ist Ute Klammer da, Professorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialpolitik, themenverantwortliches Vorstandsmitglied der FEG im Bereich vorbeugende Sozialpolitik. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehören Grundsatzfragen der sozialen Sicherung, Alterssicherung, Familienpolitik, thematisch einschlägig. Aber auf der anderen Seite bringt Ute Klammer zahlreiche Erfahrungen auch in der Politikberatung mit. Sie kennt die praktische Frage, ist gewissermaßen die Übersetzungsleistung zwischen Wissenschaft und Politik. Und insofern werden uns da auch sicher einige wichtige Anregungen zu diesem Thema hier beschäftigen. Und der dritte in der Reihe ist Uwe Becker, evangelischer Theologe und Sozialexperte. Er war zuletzt Vorstandssprecher der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und ist seit September 2015 Professor für Diakoniewissenschaft, Sozialethik und Verbändeforschung an der Evangelischen Fachhochschule in Bochum und darüber hinaus auch jenseits dieser Hochschulaktivität auch öffentlich sichtbar und positioniert sich. Und insofern freut es mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich würde Sie drei gerne alle gleich aufs Podium bitten. Und Herr Hennecke hat das Wort. Bitte schön. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich will gar nicht weiter in die Analyse, in die Ausgangslage einsteigen. Das hat der Florak ja schon gemacht. Dem kann man folgen, kann man auch teilweise folgen, kann man auch diskutieren. Aber ich will eigentlich direkt dazu kommen, was bietet denn Landespolitik an Möglichkeiten und wo kann Wissenschaft unter Umständen helfen, auch Politik mit zu konzipieren, Politik zu evaluieren. Das soll so meine Fragestellung sein. Und da muss man ganz realistisch sagen, wir leben in einem föderalistischen System und da hat das Land oder haben die Länder nur begrenzte Befugnisse. Der Hauptteil der Befugnisse und der Hauptteil der Kompetenzen und der Hauptteil der Ressourcen liegen in der Bildung, Jugend- und Sozialpolitik. Daran müssen wir uns schon ein Stück weit messen lassen. Da gibt es eine seit Jahren anhaltende Diskussion darüber, ob das Kooperationsverbot in der Bildungspolitik noch sinnvoll ist. Das Kooperationsverbot heißt sinngemäß, dass das originäre Aufgaben der Länder sind. Da darf sich der Bund nicht einmischen, auch finanziell nicht einmischen. Ich halte das für eine völlig überzogene Vorstellung und überkommene Vorstellung, die aus der Zeit der neoliberalen Ära kommt. Das ist ein Resultat der letzten Föderalismusreform. Das muss korrigiert werden. Das ist für den Hochschulbereich schon korrigiert worden, für den Schulbereich noch nicht.
Da gibt es eine Möglichkeit, dann sozusagen auch zusätzliche Ressourcen über Bundesmittel zu generieren, wenn das mal korrigiert ist. Aber es ist nicht der Fall bisher. Also müssen wir uns auf das konzentrieren, was wir an Möglichkeiten haben. Wir haben eigentlich 3 bis 4 Felder, wo eine Landespolitik im Sinne von Abbau von Ungleichheiten agieren kann. Wir haben die Wirtschaftsstruktur- und Arbeitsmarktpolitik inklusive der Stadtentwicklungspolitik, wo es um Abbau räumlicher Ungleichheiten geht. Räumliche Ungleichheiten gibt es bei uns in Nordrhein-Westfalen kleinräumig, aber auch großräumig. Wir haben eine Phase erlebt, in der die Wirtschaftspolitik auf diesen Abbau von Ungleichheiten nicht so besonders geachtet hat. Wir werden jetzt eine neue Phase erleben, in der das wieder stärker in den Vordergrund rückt. Diese Große Koalition hat sich vorgenommen, die Regionalpolitik neu auszurichten. Das Schlagwort dazu ist: Fördern nicht nach Himmelsrichtungen, sondern nach Problemlagen. Wir werden dazu kommen, das ist meine Prognose, dass wir über eine Neuorientierung des Länderfinanzausgleichs und über eine Neuorientierung der Regionalpolitik da wieder ein stärkeres Gewicht erfahren werden. Und das ist auch gut so, da brauchen wir finanzielle Ressourcen, um räumliche Ungleichgewichte, die es in Nordrhein-Westfalen gibt, anzugehen. Wir haben es geschafft, im Bereich der Stadtentwicklungspolitik kleinräumige Unterschiede wieder stärker in den Fokus zu rücken. Diese Große Koalition hat ein Programm Soziale Stadt beschlossen, das ungleich besser ausgestattet ist als in der Vorgängerregierung. Wir haben einen Aufruf gestartet, starke Menschen, starke Quartiere, ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf, wo es zum ersten Mal wirklich ehrlich darum geht, integrierte Stadtentwicklungspolitik zu machen. Und zwar nicht nur sozusagen die bauliche Reaktivierung von problematischen Stadtteilen anzugehen, sondern auch tatsächlich in Köpfe zu investieren. Nicht nur in Beton, sondern auch in Köpfe zu investieren. Das ist ein aufwendiger Aufruf, es ist auch ein komplizierter Aufruf. Städte haben aufgrund ihrer Finanzsituation auch nicht immer die Möglichkeit, Kofinanzierung zu leisten. Aber es ist ein erster Schritt, integrierte Stadtentwicklung zu machen. Davon verspreche ich mir einiges. Und da wäre meine erste Bitte an die Wissenschaft, das zu begleiten, das zu evaluieren. Was kommt da wirklich bei rum? Was machen wir da für Erfahrungen? Das sind die beiden großen Gebiete, Stadtentwicklung und Wirtschafts- und Strukturpolitik. In der Steuerpolitik, das haben Sie gesagt, Herr Flora, gibt es nicht viele Möglichkeiten. Da haben wir einen Finanzminister, Norbert Walter-Borjans, der sich Steuergerechtigkeit auf die Fahnen geschrieben hat und da richtig engagiert arbeitet. Sie alle kennen die Debatten um die Steuer-CDs aus der Schweiz. Das hat mit dazu beigetragen, das Thema Steuergerechtigkeit an die erste Stelle zu setzen. Es hat mit dazu beigetragen, dass die Schweiz ihren Kurs mittlerweile doch ziemlich grundlegend ändert. Und das ist, glaube ich, ein kleiner Erfolg, den man auch ruhig vorweisen kann beim Thema Gerechtigkeit und Abbau von Ungleichheiten. Auch das wäre ein Punkt für eine wissenschaftliche Begleitung. Was muss da alles noch getan werden? Dritter Punkt, und das ist der große Komplex der Bildungs-, Sozial- und Jugendpolitik. Sie haben das beschrieben, der ewige Kreislauf von verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit, die zu Erwerbsarmut führt, die dann zu Bildungsarmut führt. Und Bildungsarmut wird vererbt an die nächste Generation. Wie kommt man da raus? Die Ministerpräsidentin hat 2010 bei der Übernahme der Regierung gesagt, sie will Wert auf eine präventive Politik legen. Eine präventive Politik, die nicht erst dann agiert, wenn das Kind buchstäblich in den Brunnen gefallen ist, die also repariert, sondern von vornherein dafür sorgt, dass Bildungschancen, Gerechtigkeit da ist, dass kein Kind verloren geht, dass wir kein Kind zurücklassen wollen. Wir haben das hart im Landtag diskutiert. Das wurde sozusagen nur als Verkleisterung von Verschuldungspolitik zum Teil gesehen. Wir haben aber auch agiert. Wir haben in Regelinstitutionen investiert. Der Kita-Ausbau, der U3-Ausbau, der Ganztagsausbau, das längere gemeinsame Lernen, alles das waren Investitionen in Regelinstitutionen, in Regeleinrichtungen, wo wir ein Stück vorangekommen sind. Ich will hier jetzt keine Erfolgsnachrichten runterdeklinieren. Wir haben Erfolge, wir haben eine bessere Bildungsbeteiligung und wir haben vor allen Dingen auch bessere Bildungsergebnisse. Das ist wichtig. Wir können nachweisen, dass die Ergebnisse schon bei den Schuleingangsuntersuchungen besser werden, dass das längere gemeinsame Lernen besser klappt, dass die Übergänge ins Berufsschulsystem besser werden, dass die Warteschleifen abgebaut wurden.
und dass auch die Abschlüsse besser geworden sind. Immer mehr Jungen und Mädchen machen Abitur, immer mehr Jungen und Mädchen oder Jugendliche studieren in Nordrhein-Westfalen. Wir haben mittlerweile über 700.000 Studenten. Also es gibt da leichte Fortschritte. Aber man muss natürlich auch sagen, da, wo wir noch Probleme haben. Und ich will zwei Punkte nennen, die zukünftig in diesem Bereich präventive Bildungs-, Jugend- und Sozialpolitik wichtig werden. Das erste ist, wir müssen weiter daran arbeiten, Regelinstitutionen zu stärken. Wir müssen Kitas ausbauen, Kitas auch in der Qualität ausbauen. Wir müssen offene Ganztagsschulen ausbauen. Wir sind dabei, den Übergang Schule-Beruf im Grunde genommen zu einer Art Regeleinrichtung zu machen. Ich hoffe, das kann man so sagen, Roland. Und wir müssen natürlich auch Hochschulen ausbauen, denen wir weiter mehr Studenten kriegen. Regeleinrichtungen stärken heißt aber auch auf der anderen Seite, sich auf Regeleinrichtungen zu konzentrieren. Schulsozialarbeit ist mitgefordert worden. Wir haben die Übergänge auch von der Grundschule in die weiterführenden Schulen versucht, besser zu gestalten. Sich auf Regeleinrichtungen konzentrieren heißt aber auch, möglichst andere Angebote, die abseits von Regeleinrichtungen liegen und die nur durch die sogenannten Taxieltern erreicht werden können, also die Eltern, die Mittelschichteltern, die ihre Kinder durch die Stadt fahren können, die möglichst sozusagen auch an Regeleinrichtungen anzudocken. Das klingt ganz gut, ist aber nicht selbstverständlich in der gelebten Praxis. Ich erinnere daran, als es um den U3-Ausbau ging, dass in manchen Städten erstaunlicherweise der U3-Ausbau eher in den gut gestellten Mittelschichtenquartieren vorankam und nicht in den schlechter gestellten Quartieren. Warum? Weil da natürlich die Eltern saßen, die beide erwerbstätig waren und die das massiv eingefordert haben. Umgekehrt wäre es allerdings richtig gewesen. Also da müssen wir ganz genau hingucken. Da müssen wir auch hingucken im Hinblick auf institutionelle Segregation. Was meine ich damit? Sie alle werden das erleben in den Städten, in denen Sie zu Hause sind. Da gibt es kirchliche Kindergärten, da gibt es andere freie Wohlfahrtsträger und da gibt es städtische Kindergärten und freie Kindergärten. Gucken Sie mal ganz genau hin, in welchen Quartieren welche Kindergärten sind. Ich will das nicht über jede Stadt behaupten, aber es gibt schon ein paar Belege, dass die städtischen Kindergärten vorwiegend in den schlechter gestellten Quartieren sind und die freien Kindergärten eher in den besser gestellten. Mit aller Vorsicht, aber das ist ein Punkt, das muss man diskutieren. Und wir haben Belege dafür, dank der Begleitforschung bei dem Modellvorhaben Kein Kind zurücklassen, dass es auch eine Entwicklung bei den Grundschulen gibt. Die Vorgängerregierung hat die Grundschulbezirke aufgehoben und das bleibt nicht ohne Konsequenz. Darüber muss man diskutieren, nachdenken und, wenn es geht, vielleicht auch forschen. Also, wir brauchen eine Politik, wenn wir Regeleinrichtungen stärken, indem man sagt, Ungleiches ungleich behandeln, das muss durchgesetzt werden. Und zwar mit möglichst hoher Konsequenz. Wir haben das angefangen. Wir haben das angefangen dadurch, dass wir Schulen entsprechend Sozialindizes unterschiedlich mit Lehrern ausstatten. Das war eine lange Debatte, aber es funktioniert. Wir haben das weitergeführt, indem wir Kita Plus eingeführt haben. Kitas in besonders belasteten Quartieren werden besser ausgestattet als andere Kitas. Das ist ein Riesensprung. Das muss man weiterführen. Und man muss sich überlegen, vor allen Dingen Städte müssen sich das als Schulträger überlegen, ob man das bei Grundschulen eventuell von Seiten der Städte auch weiterdenkt. Auch das wäre eine Frage, auch eine wissenschaftliche Politikberatung. Wie sowas gehen kann, ob sowas möglich ist. Das meine ich alles damit, wenn ich sage, wir müssen Regelinstitutionen stärken, also soziale Infrastruktur stärken. Das sind Fragen neben dem quantitativen Aufbau. Da geht es eher um Qualität. Zweiter Punkt, wenn wir sagen, wir wollen weniger Kinder zurücklassen. Ich glaube, wir haben ziemlich komplexe Hilfesysteme. Der Sozialstaat in Deutschland ist ja nicht schlecht ausgestattet. Das Sozialgesetzbuch besteht ja in Wahrheit aus 12 Gesetzbüchern, ist 1700 Seiten stark. Und da kann man sich schon mal drin verirren. Und da gibt es natürlich viele Träger, die auf der Basis von individuellen Hilfen des Sozialgesetzbuches agieren. Und es gibt auch viele Träger, die nicht unbedingt zusammenarbeiten. Wir haben versäulte Systeme
in diesen Hilfesystemen auf kommunaler Ebene. Das sind nicht immer die Kommunen schuld, sondern da agieren ja viele. Da agieren freie Wohlfahrtsorganisationen, da agieren auch das Land, da agieren die Kommunen. In den Kommunen geht das über Sozialämter, über Jugendämter, über Schulämter, über Ausländerämter, über Sportämter, alle sind irgendwie dabei. Und die Mordsaufgabe, die Wahnsinnsaufgabe ist, dieses soziale Hilfesystem von seiner Versäulung wenigstens ein Stück weit zu befreien. Das ist eine Aufgabe, die kann man nicht in einer Legislaturperiode leisten, aber ich glaube, sie ist ziemlich wichtig. Und da gibt es in meinen Augen auch einen großen Forschungsbedarf. Das ist nicht nur eine Organisationsfrage, wie stelle ich Ämter besser am besten auf, sondern es ist eine Frage von Ausbildung. Wie mache ich integrierte Politik im Bereich Jugend, Sozial und Bildung? Das ist eine Frage von Weiterbildung. Es gibt Kreise in Nordrhein-Westfalen, die haben Präventionsberater ausgebildet. Eine ganz einfache Maßnahme. Da ist der Landrat hingegangen und hat gesagt, ich habe hier 30 Leute verteilt über Jugend-, Sozial-, Schulämter. Mit denen mache ich eine Weiterbildung zum Präventionsberater. Die waren stolz, die waren toll. Die Ministerpräsidentin ist vorbeigekommen, Foto mit denen. Das war eine tolle Sache. Und die denken anders und handeln dann irgendwann auch mal anders als in total versäulten Systemen. Man muss sich mal überlegen, ob man nicht auch auf sozialer Ebene zu einem Monitoring-Evolutionssystem kommt, das alle verpflichtet auf dieselben Ziele und die Umsetzung dieser Ziele. Also das sind alles so Punkte, da kann das Land nichts verordnen. Das sind auch ganz unterschiedliche Träger, die sind im Land überhaupt nicht verantwortet. Wir haben eine Selbstverwaltungsgarantie in den Kommunen, aber da kann man unter Umständen mit anderen, weicheren Instrumenten versuchen, diese Hilfesysteme darauf auszurichten, dass sie früher agieren und dass sie effizienter agieren. Und das war jetzt sozusagen mein letzter Punkt. Abschließend vielleicht nur noch ein Satz. Auch da würde ich mir Hilfe der Wissenschaft vorstellen. Wir haben eine ganz einfache Möglichkeit, mit unserer Politik, unserer alltäglichen Politik, zumindest ungleichen Wirkungen auf die Spur zu kommen. Wir wissen ja zum Teil gar nicht, wie unsere Programme wirken, was sie bewirken und ob sie zu mehr Gleichheit oder mehr zur Ungleichheit führen, zu mehr Gerechtigkeit oder zu mehr Ungerechtigkeit. Warum wissen wir das nicht? Wir haben keine Tradition von Evolution und Monitoring in Deutschland, jedenfalls keine besonders lange. Und wir haben ziemlich viel Widerstände, das kann ich Ihnen sagen, gegen so eine Politik der kontinuierlichen Evaluierung. Ich stelle mir das Thema wirkungsorientierte Steuerung als ein Thema vor, wo Landespolitik viel, viel stärker und intensiver agieren könnte, als es bisher der Fall ist. Jedes Ressort, jeder Fachbereich, jeder Politikbereich, der ein Programm aufstellt oder ein Programm durchführt, der muss sich vorher überlegen, was sind meine Ziele? Kann ich diese Ziele auch quantifizieren? Was ist meine Zielgruppe und was ist mein Wirkungsmodell? Wie erreiche ich diese Zielgruppe und passiert dann das hinterher, was ich mit dieser Maßnahme bewirken will? Wenn man das hat am Anfang, dann gibt es schlaue Evaluatoren, die dann aufgrund dieses Wirkungsmodells auch nachgucken und nachmessen können, ob meine Ziele erreicht werden. Wenn sie nicht erreicht werden oder kontraproduktiv wirken, kann ich das System ändern. Klingt theoretisch alles ganz einfach, ist ganz schwierig in der Praxis durchzusetzen. Sie alle wissen, wie viele Widerstände es da gibt. Es geht um Ressourcen, es geht um Transparenz. Und das alles bewirkt, dass wir da noch nicht so weit sind, wie wir eigentlich weit sein müssten. Das war mein Abschluss. Vielen Dank. Jetzt ist Herr Hennecke in der Situation, dass er nicht nur mitdiskutieren kann heute, sondern auch noch gewissermaßen mitregieren muss. Insofern haben Sie nur noch, ich denke, 5 Minuten vielleicht, 2 Minuten, 2 Minuten. Vielleicht schaffen wir insofern ganz kurz zwischendrin noch 2 Fragen, die Ihnen vielleicht auf den Nägeln brennen, damit Herr Hennecke uns nicht ganz unbefragt aus dem Raum entschwinden kann. Also wen es jetzt gerade schon in den Fingern juckt, möge sich bitte melden und ich hoffe, dass ein Mikro Sie... Ich glaube, das kriegen wir hin. Wunderbar. Aber vergessen Sie eine Gruppe mit den benachteiligten Jugendlichen, Kindern und Jugendförderplan. Das sind einige zigtausend, die vielfach aus Hartz-IV-Familien kommen, die mit in den Blick genommen werden sollen. Sie haben gesagt, Kita Plus im benachteiligten Stadtteilen finde ich gut, sage ich jetzt als Energie-Jugend-Sozialarbeitmann. Aber da gibt es auch Leute zwischen 17 und 20 Jahren, die ohne die Hilfe nicht weiterkommen.
Ich hatte die Gelegenheit, bei dem Entwicklungsworkshop dabei zu sein, Adressaten. Ich bin dankbar, dass das im Protokoll aufgenommen worden ist, die Jugendsozialarbeit. Und ich bitte Sie auch in Zukunft daran zu denken, an die jungen Leute. Vielen Dank. Gibt es noch jemand Zweites, der vielleicht eine Frage stellen möchte oder einen Kommentar abgeben möchte? Ich sehe niemanden. Herr Hennig, mögen Sie noch einmal reagieren darauf? Oder? Ich kann nur Ja sagen. Nein, Sie haben völlig recht. Wir müssen diese Gruppe auch in den Blick nehmen, zumindest diejenigen in dieser Gruppe, die da Hilfe brauchen. Völlig klar. Gut, Sie sagen Ja, wir sagen Danke. Danke, dass Sie da waren. Guten Tag. Hier. Gut, dann würde ich Ute Klammer bitten, uns ein paar Einblicke zu verschaffen, was Sie denken, was Landespolitik bewirken kann in dem Feld. Ja, liebe Anwesende, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Wir mussten das Programm oder die Reihenfolge der Inputs kurzfristig umstellen, weil Herr Hennicke einen zwingenden Termin, der auch nicht verschiebt verlegbar war, in der Staatskanzlei hat. Wir hätten gerne mit ihm gemeinsam noch nachher diskutiert. So fehlt uns dann nachher die Politik, aber ich denke, aus dem Raum kann sie sicher aufgefüllt werden. Ich wollte Sie jetzt noch ein Stück zurücknehmen und wir gehen noch und ein wenig noch mal die Grundlagen dieses Arbeitsbereiches beleuchten, vorbeugende Sozialpolitik, der ja einer von vier Arbeitsbereichen in der FGW oder dem FGW, man muss sich jetzt an den neuen Namen gewöhnen, ist, um dann eben zu diskutieren, was kann hier gemacht werden. Und wir haben bei der bisherigen Arbeit schon deutlich gesehen, dass hier zunächst mal aus wissenschaftlicher Perspektive doch ein deutlicher Klärungsbedarf bezüglich unserer Gegenstände überhaupt da ist. Und deshalb möchte ich zu diesem Forum oder zu dieser Diskussionsveranstaltung jetzt unter dem Titel "Kann Landespolitik Ungleichheit reduzieren? NRW auf dem Prüfstand" zunächst mal damit beginnen, noch mal zu beleuchten, was ist denn, von welcher Ungleichheit reden wir, wie können wir sie überhaupt wissenschaftlich messen, welche Entwicklungen hat es hier auch in wissenschaftlichen Konzepten gegeben, um dann in einem zweiten Teil darauf einzugehen, kann denn das ist ja die Unterstellung, Politik hier überhaupt etwas machen und was sollte sie denn dann tun? Beginnen wir also nochmal mit dem, was auch Toni Atkinson schon angesprochen hat, nämlich, oder was aus dem Publikum kam in unserem Vortrag vor der Pause, ist denn Ungleichheit ungerecht und wie können wir sie überhaupt messen? Toni Atkinson hat ja sehr stark noch einmal auf klassische Maße der monetären Ungleichverteilung, der pekuniären Ungleichverteilung verwiesen und auch das bleibt sicher ein ganz wichtiger Schwerpunkt von Messung von Ungleichheit. Man muss aber ganz klar sagen, genau an diesem Aspekt pekuniärer Ungleichverteilung, unterschiedlichem Wohlstand auf Vermögen und Einkommen und Vermögen, hat sich in der Vergangenheit ja auch häufig Kritik ausgerichtet, vor allem auch an den Armutskonzepten, die hier in diesem Feld, wie ich finde, immer noch zu Recht verfolgt werden, 60% des Medians, äquivalenzgewichtet und ähnliches. Man muss aber ganz klar sagen, und das ist mir hier an dieser Stelle besonders wichtig, dass wir deutlich auch viel weit in der Wissenschaft viel weitergehende Armutskonzepte und Ungleichheitskonzepte seit Jahren diskutieren und diskutiert haben und die natürlich auch im Rahmen der FGW, weiterverfolgen werden. Zunächst einmal will ich darauf hinweisen, man kann auch diese Entwicklung in den Armuts- und Reichtumsberichten der Bundesregierung durchaus und auch der NRW-Armutsberichterstattung ablesen, dass wir natürlich auch seit langem mit Lebenslagen, Armutskonzepten arbeiten, die sehr viel mehr Dimensionen von Ungleichverteilung in den Blick nehmen als nur die Ausstattung mit finanziellen Ressourcen. Und das wird auch gerade für uns in diesem Arbeitsbereich sicherlich eine weiterhin sehr wichtige Grundlage der Arbeit sein, eben nicht nur auf die finanzielle Verteilung zu sehen, sondern auch auf andere Lebenslagen, Familiensituation, Arbeitssituation, Gesundheitszustand, Wohnverhältnisse und Bildung. Wenn man sich die
wissenschaftliche Diskussion zu Armut und Ungleichverteilung oder Verteilung überhaupt ansieht, dann wird deutlich, dass in den letzten Jahren vor allem, und wir sehen das auch in mehreren offiziellen Berichten, das Konzept der Teilhabe- und Verwirklichungschancen, ich nenne als Stichwort Amartya Sen, aber auch Martha Nussbaum, sehr an Bedeutung gewonnen hat. Hier hat sich sozusagen der Blick auf Armut etwas verschoben von oben und unten auf Inklusion, Exklusion, also wer ist drin und wer ist draußen. Und diese Armutskonzepte sind sehr voraussetzungsvoll, aber sicherlich auch weiterführend. Wir haben in den Workshops, die wir bereits gemacht haben, im Bereich vorbeugende Sozialpolitik auch sehr stark gesehen, dass viele Akteure aus Politik, Verbänden und eben auch Wissenschaft, die teilgenommen haben an den bisherigen Themenentwicklungsworkshops, diese Fragen aufgeworfen haben, wie kann ich das tatsächlich messen, Teilhabegerechtigkeit und Chancengerechtigkeit. Man muss dazu sagen, diese Gedanken, sie finden sich ja schon im zweiten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung ganz stark, haben auch häufig gedient einer Legitimation von Abbau von Sozialleistungen, auch der Legitimation der Hartz-Pakete, der Hartz-Gesetze, weil es klar ist, wir müssen dann nicht mehr nur Armut am Ergebnis messen, sondern man kann sagen, wenn jemand die gleichen Chancen gehabt hat und nichts draus gemacht hat, dann ist es eben vielleicht kein politisches Problem mehr. Insofern muss man diese Ansätze immer sehr kritisch beleuchten, sollte gleichwohl aber nicht die Chancen von Teilhabegerechtigkeit und ähnlichen Ansätzen aus dem Blick verlieren. Und ich denke, wir müssen dahin kommen, aus diesen Konzepten vor allem die Potenziale für die Autonomie des Individuums in den Mittelpunkt zu stellen und die Möglichkeiten, die faktische Handlungsmächtigkeit der Menschen weiter zu stärken. Das hat zum Beispiel die soziale Arbeit immer schon getan, indem sie auf die Lebensweltorientierung gesehen hat. Und diese Art von Ansatz in der Armuts- und Verteilungsforschung ist sicherlich auch weitergehend für uns maßgeblich. Und der FGW wird sicherlich hier diese Art von Analyse weiter verfolgen. Ich will auf zwei weitere Schwerpunkte in der wissenschaftlichen Armutsforschung eingehen. Armuts- und Verteilungsforschung, die in den letzten Jahren sehr maßgeblich die Debatte sozusagen dominiert haben und auch für uns sicherlich in der weiteren Arbeit sehr wichtig sein werden. Das ist zum einen die Lebensverlaufsperspektive, die sich erstmals im Familienbericht von 2006 findet, im 7. Familienbericht, aber später im 6. Altenbericht von 2010 und in dem ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, dessen Kommission ich, wie einige vielleicht wissen, geleitet habe, haben wir uns auch sehr stark für eine Armuts- und Ungleichheitsbetrachtung aus der Lebensverlaufsperspektive stark gemacht. Die Lebensverlaufsperspektive ermöglicht es uns, einen Blick auf die zeitliche Dimension von Armut und die Dynamik von Ungleichheiten zu werfen. Gerade das kommt ja oft im politischen Prozess zu kurz. Hier können wir sehen, wie sich Armutsverläufe entwickeln und wie sich frühere Entscheidungen und Konstellationen im Lebensverlauf auf spätere Situationen auswirken. Und ich glaube, das brauchen wir auch wirklich, um Konzepte von Prävention und vorbeugender Politik ernsthaft in den Blick zu nehmen. Das Problem ist natürlich, dass das nicht kurzfristig sein kann, weder die Orientierung der Politik noch auch die Messung, weil die Lebensverlaufsperspektive per se in sich quasi die Langfristigkeit ja enthält. Und wir sehen, das haben wir auch diskutiert in verschiedenen Workshops, dass wir, um eine solche Perspektive wissenschaftlich und politisch ernsthaft zu verfolgen, natürlich ein ganz anderes Set an Daten brauchen, als wir es bisher haben. Natürlich haben wir gute Längsschnittdaten in Deutschland, zum Beispiel über das sozioökonomische Panel. Aber es tauchte gerade in den Workshops auch immer wieder der Bedarf auf, gerade auch NRW-gestützte Daten, Längsschnittdaten zu haben, und zwar sowohl quantitativ als auch qualitativ, zum Beispiel über die Biografieforschung. Wir haben also einen echten Bedarf an Längsschnittdaten, um überhaupt vorbeugende Politik und präventive Politik in ihren Wirkungen tatsächlich evaluieren zu können.
Ein anderer Schwerpunkt, der sich herauskristallisiert hat, sowohl in der wissenschaftlichen Diskussion zu Armut und Ungleichverteilung, aber durchaus auch jetzt in politischen Ansätzen und in dem, was zivilgesellschaftliche Akteure sich auf die Fahnen geschrieben haben, ist die Raumdimension. Und die Raumdimension wird im Rahmen der FGW, des FGW, Zukunft sogar in zwei der vier Schwerpunkte sehr präsent sein. Von Heike Herrmann geleitet haben wir den Schwerpunktbereich der räumlichen, sozialräumlichen Polarisierung, sozialräumlichen Segregation, so dass wir, glaube ich, uns sehr gut uns hier positionieren können, auch im gesellschaftlichen Diskurs. Wir sehen gerade auch in NRW, dass die sozialen Spaltungen immer auch eine räumliche Dimension aufweisen. Darauf wurde ja auch schon mehrfach hingewiesen. Martin Florak hat darauf hingewiesen, auch Herr Hennecker hat darauf hingewiesen, dass wir gerade in NRW hier diese große Binnendifferenzierung nach räumlichen Gegebenheiten als ein sehr prägnantes Merkmal haben, an dem wir ansetzen müssen mit Politik ansetzen. So zeigt auch eine aktuelle Studie des IAT, dass es in den Kreisen und kreisfreien Städten in NRW eine starke Korrelation zwischen der Sozialstruktur und der gesundheitlichen Lage zum Beispiel gibt. Und dass insbesondere in den armen und schrumpfenden Städten des nördlichen Ruhrgebiets besonders starke gesundheitliche Belastungen von zum Beispiel Lungenkrebs, Lebererkrankung, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes und so weiter gibt. Das heißt, hier sehen wir einen ganz klaren Zusammenhang zwischen räumlicher Segregation und Armut und Ausgrenzung, gerade wenn man Lebenslagen in den Blick nimmt. Man kann sagen, dass auch politisch darauf in NRW durchaus schon reagiert worden ist. Nicht nur, dass diverse Programme, die teilweise auch von Herrn Hennecke angesprochen wurden, hierauf schon reagieren, auf also starke Menschen, starke Quartiere und Ähnliches. Man könnte hier viele Programme nehmen. Es ist sicher auch begrüßenswert, dass in der NRW-Sozialberichterstattung dieser Punkt der räumlichen Segregation einen deutlichen Schwerpunkt auch im nächsten Bericht haben wird, der im nächsten Sommer zu erwarten ist. Hier geht der Trend eindeutig, und das halten wir aus wissenschaftlicher Perspektive für einen sinnvollen Ansatz, zur Weiterentwicklung und Stärkung der kleinräumigen Sozialberichterstattung. Wenn wir das nicht haben, dann laufen wir, glaube ich, mit vielen Programmen tatsächlich ins Leere. Das heißt, wenn man erstmal hier zum ersten Schwerpunkt ein Zwischenfazit kurz einfügt, dann kann man sagen, soziale Ungleichheit, Prävention, Vorbeugung wird in der Wissenschaft sehr vielfältig diskutiert und keineswegs verkürzt, nur auf monetäre Aspekte. Und gerade wenn wir an den Bereich vorbeugende Sozialpolitik denken, brauchen wir auch diese vielfältigen wissenschaftlichen Ansätze, um hier Ungleichheit in allen Dimensionen tatsächlich zu erfassen. Wir brauchen also multidimensionale Konzepte von Teilhabe und Verwirklichungschancen. Daran gilt es hier auch im Rahmen unseres Forschungsinstituts weiter zu arbeiten. Werfen wir jetzt also noch einen Blick auf die politischen Perspektiven und wie bringen wir das zusammen, die wissenschaftlichen Ansätze und die politischen Perspektiven. Welche Ansätze, Leitlinien ergeben sich aus den vier verschiedenen Ungleichheitsperspektiven, die ich kurz umrissen habe? Wenn wir auf Einkommen und Vermögen sehen, so werden wir das sicherlich in dem FGW vor allem über den Arbeitsbereich Neues ökonomisches Denken, den ja Till van Treek leitet, der auch als Sprecher des Vorstands auftritt, werden wir das hier gut abdecken können. Ich möchte noch mal erwähnen, Till van Treek hat es heute Morgen selber gesagt, dass auch durch seine Arbeiten und der Kollegen, Kolleginnen, mit denen er gemeinsam gearbeitet hat, sehr deutlich nachgewiesen werden konnte, dass die wachsende Konzentration von Einkommen und Vermögen in den Industrieländern nicht nur ungerecht ist, damit haben wir uns heute schon beschäftigt, sondern dass sie auch ökonomisch nicht sinnvoll ist und zu erheblichen makroökonomischen Instabilitäten beiträgt. Sodass ganz klar zu sagen ist, dass
die Ungleichheiten, die wir beobachten, ein eigenständiger Ursachenfaktor auch für die große Finanzmarktkrise der Jahre 2008 folgende ist und hier eindeutig auch politischer Handlungsbedarf auch in NRW besteht. Das hat ja auch Tony Atkinson heute deutlich hervorgehoben. Nun lassen sich nicht alle seine Vorschläge auf Deutschland vielleicht 1:1 übertragen, aber wir sehen, dass sie hier auch Relevanz haben, gerade die Besteuerung von Vermögen und Erbschaften, wo jetzt auf Druck des Bundesverfassungsgerichtes vielleicht ein wenig Bewegung in die Situation kommt. Aber das ist auch einer dieser Bereiche, wo Landespolitik letztlich wenig bewirken kann. Auch bei der, beim Stopfen von Steuerschlupflöchern sicher einen wesentlichen weiteren Arbeitsbereich. Ein ganz wesentlicher Punkt für mehrere der Arbeitsbereiche, die wir hier verfolgen im Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung, ist die Frage, wie die Primärverteilung verändert werden kann. Wenn wir nämlich zum Beispiel auf die vorbeugende Sozialpolitik sehen und nehmen die Primärverteilung, die Marktverteilung als gegeben an und versuchen nur an der Sekundärverteilung zu arbeiten durch Umverteilung, dann überlasten wir den Sozialstaat auf eine Art und Weise, wie er die Lasten sicherlich nicht auf Dauer tragen kann, sodass also die Art und Weise der Lohnfindung hier immer mit unbedingt in den Fokus geraten sollte, um nicht dann nur dem Sozialstaat immer mehr Aufgaben in der Sekundärverteilung zuzuweisen. Hierbei wird für uns auch eine wichtige Frage sein, wie sich die Auswirkungen der zunehmenden Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt in NRW, Stichwort Industrie 4.0 oder auch Arbeit 4.0, ausgestalten werden. Hierzu haben wir einen eigenen Arbeitsbereich, der von dem Kollegen Professor Hartmut Hirsch-Kreinsen geleitet wird und ja auch morgen sein Konzept darstellen wird. Sehen wir auf dem Bereich Inklusion, Teilhabe, Verwirklichungschancen. Hierzu ließe sich sehr viel sagen. Ich will mich nur auf den Bereich der Bildung konzentrieren. Herr Hennecke hat es kurz angesprochen, die Ministerpräsidentin Kraft agiert mit dem Begriff der Präventionsrendite. Das mag manch einer weniger gut, manch einer besser finden. Aber eins ist klar, das Grundkonzept ist, dass langfristig angelegte Politik sich auch fiskalisch positiv auswirken kann. Das heißt, wenn wir sehr früh investieren, kann das letztlich auch fiskalisch lohnend sein. Das sollte nicht das einzige Motiv sein, aber es ist sicherlich ein wichtiger Gedanke. Unterlassene Investitionen heute sind soziale und fiskalische Folgekosten von morgen. Herr Hennecke hat schon gesagt, dass das Land inzwischen viel getan hat, um Investitionen in Bildung und Erziehung vorwärts zu bringen. Es wird ja selbst eingefordert im aktuellen Gutachten der Konjunkturforschungsinstitute, im Herbstgutachten, Investitionen in die Köpfe im Bildungsbereich sind der entscheidende Schlüssel zu Chancengleichheit. Wir haben aber in den Themenentwicklungsworkshops auch sehr deutlich gehört von vielen Akteuren, dass es noch sehr schwierig ist, die verschiedenen Logiken der verschiedenen Akteure zusammenzubringen. Was nach einem gemeinsamen Konzept, wir arbeiten jetzt alle an Prävention, erstmal klingt, bedarf im Einzelnen doch eines erheblichen Aufwandes an Koordination einzelner Akteure, die teilweise mit ganz anderen Logiken operieren bisher und die zudem durch die Art und Weise der Finanzierung, weil vieles gerade noch nicht in die Grundfinanzierung, in die Grundstrukturen geht, sondern wettbewerblich vergeben wird über Sondertöpfe und über Projekte, auch in ein Konkurrenzverhältnis gesetzt werden. Und das zusammenzubringen zu einer einheitlichen Linie ist sicherlich noch eine sehr große Herausforderung, die wir uns stellen. Und in der Tat gibt es hier in NRW noch viel zu tun. Nur als zwei Beispiele, wenn wir sehen, die sogenannten Bildungsverlierer, junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren ohne berufsqualifizierenden Abschluss, dann liegt hier NRW mit 17% auf einem drittletzten Platz, also
da sind noch nicht mal alle Stadtstaaten hinter, sondern drittletzter Platz. Nur Saarland und Bremen schneiden schlechter ab. Das heißt, hier ist noch viel zu tun. Und wenn man auf die Menschen mit Migrationshintergrund sieht, dann hat ein Drittel aus diesen Altersgruppen überhaupt keinen beruflichen Abschluss. Also hier deuten sich deutliche Ansprüche an die Nachqualifizierung gerade junger Menschen an. Zweites Beispiel, knapp 50.000 Jugendliche, davon über 10.000 in NRW. Das sind ungefähr 6% der gleichaltrigen Bevölkerung, haben 2012 die allgemeinbildende Schule ohne einen Hauptschulabschluss verlassen. Auch hier zeigt sich, wie groß die Aufgabe noch ist, der Landespolitik ein inklusives und durchgängiges Schul- und Bildungssystem zu gestalten. Ich komme noch zu den zwei Punkten kurz, Sozialraumorientierung und Lebenslauforientierung. Wie sieht es hier aus, was die Landespolitik betrifft? Die Sozialraumorientierung hat eindeutig einen deutlichen Schub bekommen in den letzten Jahren durch die Landespolitik. Sowohl das Handlungskonzept der Landesregierung gegen Armut und soziale Ausgrenzung als auch viele weitere Teilprojekte, die ich aus Zeitgründen jetzt nicht nennen kann, einige kenne ich auch gar nicht, zeigen, dass die Sozialraumorientierung mittlerweile wirklich sehr groß geschrieben wird. Und das muss auch weiter der Weg sein, auch wenn ich jetzt normativ werde, Ungleiches ungleich zu behandeln, um hier sozusagen die Mittel optimal zu verteilen. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, Probleme, die sich sozialräumlich zeigen, sind nicht immer da entstanden. Und was eine gewisse Gefahr ist, die wir sehen, ist, dass man Individualansprüche, zum Beispiel aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, zurückfährt zugunsten sozialräumlicher Ansätze. Und das muss man natürlich in ein gutes Gleichgewicht bringen, dass das eine nicht gegen das andere ausgespielt wird. Ganz entscheidend, das zeigten auch unsere Workshops, ist die Vernetzung und Kooperation der kommunalen Akteure, die Bündelung von Ressourcen in diesem Bereich, die Herstellung von Transparenz und die organisatorische und fachliche Abstimmung der verschiedenen Programme und Aktivitäten. Sicherlich ein Pluspunkt in NRW ist hier die neu gegründete Fachstelle für sozialraumorientierte Armutsbekämpfung, die zumindest vom Ansatz her und sicherlich faktisch auch das langfristig realisiert, zur Bündelung beitragen kann. Wir haben aber auch gesehen und gehört, wie schwer zum Beispiel die Einrichtung einer interministeriellen Arbeitsgruppe zum Thema Armut, soziale Ausgrenzung war. Also die Richtung stimmt, aber der Weg ist noch weit. Letzter Punkt, Lebenslauforientierung. Lebenslauforientierung spielt für vorbeugende, präventive Sozialpolitik selbstverständlich eine besondere Rolle. Und das zeigt auch, dass wir hier nicht zu kurz denken dürfen auf Bildungspolitik und vor allem auf frühkindliche Bildung. Wir wissen alle, frühkindliche Bildung ist besonders wichtig im Rahmen vorbeugender Politik. Aber letztlich geht es darum, keinen Menschen zurückzulassen und nicht nur kein Kind, keinen Menschen in den verschiedenen Lebensphasen. Und hier brauchen wir eine koordinierte vorbeugende Politik, die sowohl die Familienpolitik als auch die Bildungs- und Gesundheitspolitik, die Arbeitsmarktpolitik und Ähnliches in ein Konzept bringt. Und gerade daran mangelt es in Deutschland oft noch stark, indem wie ich schon sagte, von mir ja mitverantworteten ersten Gleichstellungsbericht haben wir herausarbeiten können, dass gerade auch die Ungleichverteilung nach Geschlecht ganz viel damit zu tun hatte, dass Inkonsistenzen in den Politikbereichen über den Lebensverlauf sich dann kumulieren, sodass zum Beispiel familiäre Entscheidungen in einer bestimmten Lebensphase sich negativ, vor allem in dem Fall gerade für Frauen, in anderen Lebensphasen auswirkten, weil hier plötzlich andere Politikkonzepte griffen und zum Beispiel zunächst einer Familie nahegelegt wurde, ein Einverdienermodell zu realisieren und im Falle von Scheidung oder Arbeitslosigkeit plötzlich die volle Erwerbsfähigkeit beider Partner vorausgesetzt wurde, was sich dann einfach nicht mehr realisieren ließ, wegen langer Dequalifikation. Das heißt, hier müssen verschiedene Politikbereiche auch noch stärker aufeinander abgestimmt werden.
Auf der Auftaktveranstaltung unseres Dialogforums Vorbeugende Sozialpolitik hat Frank Johannes Hensel, Diözesandirektor des Caritasverbandes für das Erzbistum Köln und ausgewiesener Armutsexperte, es mal so ausgedrückt: Wenn wir Vorbeugung wirklich ernst nehmen, dann sollten vorbeugende Planung und eigenständige Haushaltspositionen zu festen Bastionen des Landeshaushaltes werden. Und das ist, glaube ich, eine Forderung, mit der er nicht ganz falsch liegt. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein letztes Wort sagen. Ich habe meine Zeit, glaube ich, schon überzogen. Zum Thema Migration, Integration, Flüchtlinge. Hier kommen natürlich ganz neue Aufgaben auf uns zu, die wir erst seit kurzem im Blick überhaupt haben. Aber auch hier stellt sich eine besondere Aufgabe für das Land und natürlich die Kommunen, die damit im Moment noch stark alleine gelassen werden, im Feld vorbeugende Sozialpolitik, weil wir hier deutlich sehen, dass wir von den Fehlern der damaligen Gastarbeiterpolitik lernen können. Da hat sich niemand richtig um Integration gekümmert, in der Annahme, die Menschen würden wieder zurückgehen, und sie sind aber geblieben. Und hier ist es ganz klar, dass auch Mittel in viel größerem Maße an die Kommunen fließen müssen, um hier die großen Aufgaben zu schultern. Die jetzige Landesregierung hat bis zur nächsten Wahl noch 1,5 Jahre Zeit. Im letzten halben Jahr werden sie wahrscheinlich nicht viel Neues machen, aber ich denke, im ein Jahr können sie vielleicht noch den Weg vorbeugender Sozialpolitik weiter gestalten und dabei und neue Impulse setzen. Und dabei wollen wir gerne als Forschungsinstitut hier auch ein verlässlicher Partner sein und weitere Impulse geben. So viel erstmal. Vielen Dank. Ja, die 1,5 Jahre sind vielleicht optimistisch. Ich würde sagen, es ist vermutlich eher 1,5 Jahr. Herr Becker, bitteschön, mit dir. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin ja jetzt der Vertreter der Zivilgesellschaft, und in Anlehnung an unsere Kanzlerin sage ich grüße Sie herzlich von den Menschen in unserem Lande. Ich habe das jetzt nicht schriftlich fixiert, weil ich dachte, ich muss bis zum Schluss zuhören, um zu überlegen, was ich dazu sage. Und ich glaube, dass der Beginn dessen, was wir eben beim Ministerialdirigenten gehört haben, bezeichnend ist. Es hat nämlich sozusagen die Typologie des kasernierten Denkens sagt, ja, wir haben ja Föderalismus und deshalb sind unsere Handlungsmöglichkeiten begrenzt und in unseren Grenzen, in denen wir leben, werden wir hochaktiv. Also das Inklusionsthema, wenn Sie das mal fein sensibel beobachten, sozusagen einer der Ohnmachtsräume der Landespolitik, wird immer beschrieben mit Landesaktionsplan. Das ist eine Projektion, möchte ich behaupten. Und wenn wir zu dem Thema präventive Sozialpolitik kommen, ich sage nachher noch etwas Kritisches dazu, dann ist ja die Frage, Landespolitik, kann sie Ungleichheit reduzieren? Reden wir deskriptiv oder reden wir normativ? Also setzen wir die Minimalisierung von Ungleichheitsfaktoren sozusagen Priorität als Norm und sagen, daraufhin muss sich dann auch Föderalismusstruktur verändern. Und dann wäre das ein Feld für Forschung. Oder sind wir sozusagen ordnungspolitisch fatalistisch und sagen, ja, die Dinge sind so, wie wir sind. Wir beobachten das von Düsseldorf sehr fein mit dem Fernglas nach Berlin. Und dann gucken wir, welche Handlungsspielräume wir kosmetischer Art hier und da noch haben. Ich sage das zynisch, aber ohne Verbitterung. Ich sage das auch gesättigt mit Kleinempirie. 11 Jahre Vorstandssprecher der Diakonie. Für 130.000 Mitarbeiter in 4 Bundesländern zuständig, hat mich sozusagen in präkomatöse Zustände gebracht und dann auch dazu geführt, dass ich jetzt seit einem Monat freiwildernd an der Fachhochschule sozusagen verbreiten kann, was ich alles gelernt habe. Und ich will Ihnen etwas von diesem Gelernten sagen. Und wir müssen ein bisschen Klammern noch immer aufpassen, dass wir wissenschaftlich nicht disziplinarisch Themen kasernieren und den Gesamtüberblick verlieren. Als ich 2003, 2004 schon gewählt war, aber noch nicht im Amt war, fing die Diskussion um die konkrete Umsetzung der Hartz-IV-Gesetze an. Und Sie erinnern sich auch sicherlich an die Diskussion
um die Beschäftigung, Mehraufwandsentschädigung, 1-Euro-Jobs, wie auch immer sie im Volksmund waren. Wir haben heftig protestiert, wir haben gegen das Freiwilligkeitsprinzipsentzugsverfahren gekämpft, nämlich dass Menschen rein gezwungen werden in diese Jobs. Wir haben verloren. Die Jobs waren mal auf 24 Monate gedacht. Sie wurden auf 12 Monate reduziert, dann auf 6 Monate. Dann mussten sie anstellen und um Verlängerung bitten und so weiter und so fort. Und dann sind wir nach dieser ordnungspolitischen Entscheidung damals natürlich bei der Landesregierung angekommen, haben gefragt, was können wir tun, und haben die Auskunft erhalten, wir können da gar nichts tun. Als dann einige Jahre später die Instrumentenreform kam, nachdem sich teilweise über 300.000 1-Euro-Jobs etabliert hatten, weil die Leute Schlange standen, sozusagen um selbst diese Jobs zu tun. Wir haben nämlich keine Kultur des Drückebergertums, sondern wir haben eine Kultur der Scham von Menschen in Arbeitslosigkeit. Hat diese Instrumentenreform mit über 3 Milliarden Entzug der Eingliederungstitel all das kaputt gemacht in der Trägerlandschaft und an Hoffnung für die Menschen, was aufgebaut worden ist? Die 16 E-Stellen sind auf Null gefahren worden. Das waren Stellen mit bis zu 75% Lohnkostenzuschuss für Menschen mit Vermittlungshemmnissen, die länger als 2 Jahre arbeitslos waren und noch 2 Vermittlungshemmnisse hatten. Übrigens in Klammern, das waren überwiegend Menschen mit einer Suchtproblematik und einer psychotischen Problematik. Das sind die alle, die laut nationalen Aktionsplan über den inklusiven Arbeitsmarkt sozusagen wieder ins Arbeitsleben reingeschleust werden sollen. Das hat man gemacht, und wir sind zur Landesregierung, hat gesagt, was können wir tun? Und da haben sie gesagt, uns sind die Hände gebunden. Als dann die Rentenreform kam, die ja übrigens, das darf man mal kritisch auch in die SPD rein sagen, von Herrn Müntefering mit einer ungemein strapaziösen intergenerativen Gerechtigkeitstheorie begründet worden ist. Und das machen wir uns gar nicht klar. Von 59% 2003 auf 43% Renteneckwertsatz 2030 bei verlängerter Lebensarbeitszeit und absinkendem Lohnniveau. Da kamen wir ebenfalls zur Landesregierung, zu den Fraktionsgesprächen, und die haben gesagt, das tut uns furchtbar leid. Und ich habe gesagt, ich weiß, euch sind die Hände gebunden. Und schließlich, als immer wieder Kürzungen im Sozialsektor vollzogen worden sind, Regelfinanzierung gestrichen worden ist, umgeswitcht worden ist auf sozusagen eine labile Projektitis, die permanent dem Prinzip der Jährlichkeit der Haushaltsführung unterliegt. Und dann, das kam, was den Garaus gemacht hat, nämlich die Schuldenbremse 2009 ins Grundgesetz einzutragen und zu sagen, bis zum Jahr 2020 keine Neuverschuldung mehr in den Ländern. Und wir haben, wenn ich recht erinnere, 1,7 Milliarden Neuverschuldung in diesem Jahr im Land NRW. Auch da, Sie ahnen, haben uns die Fraktionskollegen gesagt, tja, da können wir nichts tun. Ich habe dann irgendwann gesagt, und das fanden die nicht so gut, ich komme vor in so einer Fraktionssitzung wieder bei der Vereinigung der Deutschen Kassenwarte. Die Frage ist doch, was hat das noch mit Gestaltung von Politik zu tun, wenn Landespolitik und Kommunalpolitik, immer wieder im Konnexitätsstreit begriffen, letztlich nichts anderes machen, als Ordnungspolitik als Ausputzer sozusagen zu gestalten? Ich sage nur eines, und damit komme ich zu dem zweiten Punkt. Ich glaube nicht, dass die Systeme so abgegrenzt und isoliert voneinander sind, wie das zum Teil so dargestellt wird. Wir haben immerhin Parteigenossen hüben wie drüben, jedweder Couleur. Es gibt Verbindungen, es gibt Einflussmöglichkeiten, aber das setzt auch voraus, dass man Lobbyist ist für einen Gedanken, beispielsweise den, Ungleichheiten zu minimieren, und dann auch couragiert in Berlin auftritt und sagt, pass mal auf, ich habe das gleiche Parteibuch wie du. Aber so läuft das nicht. In Rheinland-Pfalz, im Saarland, läuft jetzt eine Initiative. Ich war vorletzte Woche, glaube ich, bei einer Veranstaltung, habe einen Vortrag gehalten über 10 Jahre Hartz IV. Die haben angesichts der katastrophalen Lage am Arbeitsmarkt, was die Langzeitarbeitslosigkeitsstruktur anbelangt, gesagt, es kann nicht sein, es war im alten BSHG, waren so viele positive Elemente, dass wir diese Menschen sozusagen unbehandelt, ohne Form von politischer Einflussnahme brachliegen lassen. Und mittlerweile hat sich der Anteil dieser Langzeitarbeitslosen auf 37% von allen erhöht. In der Summe seit 2009 gerade mal um 70.000 Menschen zurückgegangen. Und wenn wir reden über Aktionen wie kein Mensch, kein Kind zurücklassen, dann
ist es durch die Bank in der kleinteiligen, biografiebezogenen soziologischen Literatur bekannt, dass Kinder aus Familien mit Langzeitarbeitslosigkeit das Primärproblem haben, dass sie gesellschaftlich, auch was die Mobilität anbelangt, was den Sozialkontakt anbelangt und so weiter, exkludiert sind. Da machen sie nichts dran. Und wenn dann im Hartz-IV-Regelsatz 1,79 € für Bildung vorgesehen ist, dann frage ich mich, wie schizophren kann eigentlich die Politik sein? Sie merken, ich bin so ein bisschen verärgert. Doch, ich hab das nun alles verfolgt als Sozialethiker. Sozialethiker sind ja Menschen, die von allem ein bisschen Ahnung haben und von nichts eigentlich so richtig. Aber manchmal ist das ganz gut, weil wir Sozialethiker dazu neigen, uns den Überblick zu verschaffen. Und ich habe noch mal reingeguckt, wo das denn eigentlich mit dieser präventiven Sozialpolitik herkommt und habe dann, was meinen Sie, worauf ich gestoßen bin? Auf Olaf Scholz. Der hat nämlich mal 13 Thesen zum Thema Abschied von der Verteilungsgerechtigkeit formuliert. Kommt dann auch ein wenig zum Schluss. Ne? Ich glaube, wie viel Zeit habe ich noch? So 3 Minuten? Ja. Ich will das nicht alles jetzt zitieren, will nur sagen am Rande, weil eingangs war ja die Frage auch von Ihnen, wie ist das mit sozusagen wissenschaftlich hofierender Kooperationsleistung gegenüber dem politischen Mainstream. Wir haben damals eine enorme soziologische Anpassungsleistung gehabt bei Kollegen wie Heinze und Streeck, also Herr Streeck hat sich gebessert, der schreibt jetzt viel bessere Bücher, ja, die das, was Olaf Scholz mit dieser Gerechtigkeitstheorie, die ich Ihnen jetzt im Detail erspare, bewirkt hat, unterstützt haben. Es lief nämlich darauf hinaus, auf den Satz zu sagen, dann ist jedwede Arbeit besser als keine. Und das war das Begründungsmuster, das gerechtigkeitstheoretische Begründungsmuster für die Etablierung eines Niedriglohnsektors, von dem wir jetzt 8,4 Millionen Menschen haben, die in diesem Bereich arbeiten. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass 8,50 Euro Mindestlohn an Rentenleistung, wenn ich das 45 Jahre mache, etwa 660 bis 670 Euro bedeutet. Wir produzieren gegenwärtig, soweit zur präventiven Sozialpolitik, Altersarmut en masse. Die Neuzugänge im Rentenalter sind eklatant niedrig. Die Erwerbsminderungsrenten steigen. Wir haben eine Situation, die in 10 Jahren enorm auf uns zukommen wird. Und deshalb plädiere ich dafür, wenn man forschen will, erstens wirklich zu fragen, was müsste sich an der Föderalismusfrage ändern, an den Strukturen, wenn man die Bedarfe von unten nach oben entdeckt und dann eben auch finanzieren muss. Eine ganz wichtige Frage. Die zweite Frage, die vor allen Dingen mein verehrter Lehrer Herr Böckenförde mich immer wieder gelehrt hat durch seine Bücher, ist, welche Wertekultur, welche sozusagen Begründungsmuster sind politisch fast durchgängig salonfähig und dennoch schädlich? Und die kriegen sie auch nicht aus den Köpfen raus. Also was sind die legitimatorischen Übungen, die hinter der konkreten Politik stecken? Und die dritte Frage, vorbeugende Sozialpolitik, könnte es nicht sein? Ich sage mal so, dass das so eine Art utopischer Projektionssprung in Zukunft ist, unter Vernachlässigung der Misere der Gegenwart. Also wenn ich Geld in Zukunft investieren will, und Sie können das in der Europäischen Union wahnsinnig sehen, wie da zum Beispiel kolonial zugegriffen wird auf die frühkindliche Pädagogik, also die Kinder sollen schon unternehmerischen Geist lernen mit 3 Jahren. Dann ist die Frage, ist das hier ein sozusagen finanziell leichtfüßiges Empowerment zugunsten der Biografieentwicklung dieser Jungen? Oder haben wir wirklich noch eine real materiell substanzielle Sozialpolitik, die die augenblicklichen Miseren, insbesondere von Menschen in Armut, anpackt und versucht, wirklich gegenwärtig zu beseitigen? Soweit, vielen Dank. Ja, danke für Ihr engagiertes Plädoyer. Ich glaube, der Applaus deutet darauf hin, dass es eine Reihe von Kommentaren und Fragen aus dem Publikum auch gibt. Insofern kann ich Sie jetzt schon bitten, schon mal zu überlegen, wer Fragen stellen möchte und sich beteiligen möchte. Ich bin über 3 Dinge gestolpert, aber vielleicht eine Vorbemerkung. Sie sind bei Olaf Scholz gelandet bei der Suche. Bei der Suche nach dem Urheber von Kein Kind zurücklassen hätte man auch bei George W. Bush landen können. No Child Left Behind Act hieß das damals. Dass sich ausgerechnet da eine sozialdemokratische Landesregierung bedient, ist auch interessant, finde ich. Ich bin über 3 Stichworte gestolpert, die ich jetzt so ein bisschen mitnehme aus Ihren beiden Vorträgen und danach würde ich es gerne fürs Plenum öffnen. Das eine ist gewissermaßen das, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben. Vielleicht kann man es so labeln, selbstverschuldete Untätigkeit von Politik.
Und da gibt es ja gewissermaßen auch aus politikwissenschaftlicher Sicht ein paar Elemente, die dazu beitragen. Also im Zweifelsfalle, wenn man untätig sein möchte, macht man eine Art Verrechtlichungsstrategie und es wird dann nicht mehr politisch, sondern juristisch diskutiert. Das ist gewissermaßen eine sehr einfache Strategie. Der zweite Aspekt, über den ich gestolpert bin, war der Begriff der Kultur. Der ist nur am Rande gefallen, aber er scheint mir nicht ganz trivial zu sein, denn vor dem Hintergrund dessen, wie Sozialpolitik wirkt, das war ja auch eine Frage, die Ute Klammer gestellt hat, muss man ja gewissermaßen kulturelle Grundierung und institutionelle Settings mitbedenken. Insofern erschien mir auch ein Teil dessen, was Herr Hennecke gesagt hat, wie so ein, naja, sagen wir mal, vereinfachtes Reizreaktionsschema technokratischer Politikgestaltung. Wir stecken oben rein, unten kommt raus und was wir nicht messen können, existiert nicht. Man könnte ja auch ein bisschen so sozusagen bei Einstein folgen und sagen, naja, nicht alles, was man messen kann, zählt und nicht alles, was man, es lässt sich nicht alles zählen, alles messen, was zählt. Das war der zweite Punkt. Und das Stichwort der Präventionsrendite, glaube ich, verweist ein bisschen auf die Zeithorizonte, unter denen wir uns auch bewegen. Und ich glaube, da haben Sie jetzt gewissermaßen eine sehr kurzfristige Erwartung auch in der Sozialpolitik angesprochen. Wenn ich auf der Suche nach einem geeigneten Kita-Platz und eine gute Betreuung für mein Kind bin, hilft mir das nicht zu sagen, 2035 wird der Kita-Platzausbau fortgeschritten sein. Es hilft auch nicht die wissenschaftliche Antwort 2045, was wirkt und was nicht wirkt. Und ich glaube, dass Hannelore Krafts Version der sozusagen der Präventionsrendite durchaus 2017 eingefahren werden soll und nicht 2035. Insofern das vielleicht drei Stichworte, die ich jetzt für mich mitgenommen habe. Und jetzt würde ich Sie um Ihre Meldung bitten. Es finden sich Mikrofone und Sie beteiligen sich in der Diskussion. Vielleicht hier vorne ist die erste Meldung. Da kommt das Mikro. Ja, muss ich ja jetzt was sagen. Heinz-Jürgen Stolz von der Landeskoordinierungsstelle kein Kind zurücklassen. Sind da jetzt so angesprochen worden. Ich denke, dass das, was ja hier gesagt wurde, in der Pointierung durchaus berechtigt ist, dass wir Ordnungspolitik nicht als naturgegeben hinnehmen können und diese wirklich sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen nicht einfach sagen können, ja, kann man nichts machen. Also da stimme ich Ihnen völlig zu, das ist völlig richtig. Nichtsdestoweniger und ich denke, dafür sitzen wir auch hier, müssen wir natürlich trotzdem innerhalb dieser Rahmenbedingungen jetzt handeln. Sie haben es ja auch eben angesprochen, also das hilft ja nichts, auf irgendwann mal zu verweisen. Also wir müssen da jetzt auch handeln und wir haben ja nicht alle die Position, dass wir an diesen Rahmenbedingungen über Parteibuche und Genossenschaften und Seilschaften oder sonstige Dinge irgendwas drehen können. Ne? So, also von daher denke ich mal, delegitimiert das ja nicht, was jetzt zu Recht auch scharfzüngig gesagt wurde, delegitimiert meines Erachtens nicht die Versuche, präventive Elemente in die Grundversorgung, in Kitas, in Familienzentren, in Schulen zu bringen, sozial inklusiv tätig zu werden, weit über Schulinklusion hinaus und all diese Ansätze, halte ich ja nach wie vor, müssen die ja auch gemacht werden. Also da führt ja nun kein Weg dran vorbei. Zum Präventionsrenditen wollte ich nur kurz sagen, das ist ja auch ein Thema, was wir alle sehr schwierig finden. Wir haben, glaube ich, wenig Zweifel daran, aber auch da fehlen natürlich belastbare Längsschnittstudien. In Deutschland gibt es die halt nicht. Wird dann immer auf Perry Preschool Experiment und was weiß ich, auf irgendwelche USA-Dinger da verwiesen, Heckmann und so. Das haben wir halt nicht. Trotzdem ist es ja, sagen wir mal, auch sehr plausibel, dass im Lebensverlauf durch eine frühzeitige integrierte Förderung tatsächlich auch Lebensläufe entstehen können, die weniger belastet sind. Und ich glaube, da wäre, und da höre ich so ein bisschen was raus, was ich nicht teile, da ist so ein Strukturdeterminismus, halte ich für Käse. Das stimmt nicht. Also ich glaube, dass wir innerhalb, dass wir nicht davon ausgehen müssen, dass Einkommensarmut so hoch gekoppelt ist an schlechten Gesundheitsstand, an schlechte Wohnquartiere, an schlechte Bildungschancen, wie das jetzt ist. Das sehen wir ja auch im internationalen Vergleich. Das ist in Deutschland sehr stark alles miteinander verbunden. In NRW nochmal ein Ticken härter, ist ja auch hier schon gesagt worden. Und da können wir innerhalb dieser Rahmenbedingungen durchaus was dran machen, durch eine bessere kommunal koordinierte Präventionspolitik. Da bin ich schon überzeugt davon. Und das entmächtigt aber nicht die ganzen anderen Ebenen, die hier genannt wurden. Also das möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, das teile ich sogar. Aber ich möchte nicht, dass ein Zungenschlag jetzt so reinkommt, naja, wenn das so ist, dann ist das ja alles zu kleinteilig und kleinkariert, was wir machen, wenn wir kommunal koordiniert Präventionsketten aufbauen wollen. Das halte ich schon dann für eine schwierige Pointierung. Vielen Dank. Sollen wir vielleicht sammeln, zwei Stellungen, dann bündeln wir ein bisschen? Ja, direkt dazu. Hier vorne rechts war eine Meldung, nehmen wir die dazu und dann machen wir eine Runde. Ja. Andrea Scharschuch, Universität Wuppertal. Ich hätte drei Anmerkungen zu Kollegin Klammer. Vielleicht der eine Punkt, die Debatte um Armut, Armutsbegriff, Armutskonzeption
Ich denke, Sie haben das richtig skizziert in Ihrer Kritik am rein monetären Armutsbegriff. Der war ja vorher schon mal sozusagen aufgelöst und mehrdimensional geworden. Aber was mir sehr wichtig ist, ist sozusagen auch die Diskussion um Prekarität aufzunehmen. Das heißt, sozusagen die gesellschaftsanalytischen und gesellschaftspolitischen Aspekte, die damit verbunden sind, systematisch in den Blick zu nehmen, nämlich sozusagen, wie wirkt das denn in Anführungsstrichen in die Mitte der Gesellschaft hinein, was dort sozusagen am unteren Ende passiert. Der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, ist, wenn man über soziale Ungleichheit spricht, fände ich eine Zentrierung lediglich auf das untere Ende der sozialen Hierarchie zu einfach. Ich denke, man muss sehr systematisch auch das obere Ende betrachten und etwa, wie Hartmann das macht, sozusagen die Reproduktion sozialer Eliten schärfer in den Blick nehmen, politischer Eliten schärfer in den Blick nehmen, vor allem ökonomischer Eliten stärker in den Blick nehmen, damit man wirklich Ungleichheit tatsächlich erfassen kann. Der dritte Punkt ist sozusagen Teilhabegerechtigkeit oder Teilhabechancen. Ich denke, wenn man darüber diskutiert, wird man aufpassen müssen, jetzt auch wieder gesellschaft- und sozialpolitisch gesprochen, dass man nicht sozusagen einem Individualismus aufsitzt, sondern wir müssen ja gerade über, oder die Kritik geht ja auch gerade dahin, dass sich kollektive Sicherungsleistungen auflösen, dass sie aufgelöst wurden politisch und sozusagen hochgradig individualisiert wurden. Und ich denke, wir müssen über so etwas wie soziale Infrastrukturen nachdenken, Möglichkeiten kollektiver Vergesellschaftung im Sozialstaat, die dahin geht, sozusagen nicht nur, dass sich jeder seinen Teil nimmt, sondern dass man überlegen kann, wie kann sozusagen eine Gesellschaft insgesamt vorankommen, indem sich die Einzelnen selbst verwirklichen können. Das ist eine schwierige Frage, Selbstverwirklichung und die gesellschaftliche Ebene zusammenzubringen. Aber ich denke, diese Debatte ist notwendig. Und vierter Punkt zum Herrn Hennicke. Die Platzzuweisung an die Wissenschaft, die er vorgenommen hat, dass wir quasi nur noch die Instrumente und Evaluationen liefern sollen, die würde ich mir aus wissenschaftlicher Perspektive sozusagen nicht anziehen wollen. Das ist etwas, sag ich mal, kein Verhältnis auf Augenhöhe, sondern eins der Hierarchisierung und das ist nicht fruchtbar. Jetzt kann Herr Hennicke sich leider nicht mehr wehren, das ist ein bisschen misslich. Würden Sie das Mikro gleich an Ihren Sitznachbarn vor Ihnen weitergeben? Sie sind dann gleich dran, aber ich würde vorher gerne Ute Klammer und Herrn Becker die Gelegenheit geben. Können wir eine Antwortrunde machen und dann sind Sie dran? Halten Sie einfach das Mikro fest. Ich wollte vielleicht nochmal, obwohl wir das morgen ausführlicher darstellen, da werden ja aber nur einige dabei sein, weil wir vier Workshops haben, sagen, welche vier Schwerpunkte wir tatsächlich im Bereich vorbeugende Sozialpolitik verfolgen wollen und schon mit einigen vordiskutiert haben in den Themenentwicklungsworkshop. Und da ist das Thema erstmal, was sind überhaupt die Ziele? Ja, die Ziele und die Leitbilder, die wir haben. Und daran fehlt es häufig, wenn ein wilder Aktionismus hier losbricht. Dann das Thema, wie ist eigentlich die Governance? Wie agieren die Akteure zusammen? Das Thema, wie können wir das überhaupt messen? Was hat das gebracht? Und da zeigte sich auch noch großer Bedarf. Und dann auch das Thema, was bringt es denn den Leuten? Was aus die Nutzer- und Nutzerinnen-Perspektive, Herr Scharschuch, ne? So, das heißt, da sind schon verschiedene Aspekte angedacht und gerade auch dieser, wie ich finde, sehr wichtige Punkt nochmal der gesellschaftlichen Dimension, das werden wir sicherlich hier mit einbringen. Ich denke, das Thema, das obere Ende der Verteilung, das sehe ich bei uns vor allem durch den Bereich neues ökonomisches Denken, durch euch wahrscheinlich abgedeckt, dass ihr euch das mehr so anseht, weil wir sicherlich nicht jetzt nochmal zu Reichtum im Bereich vorbeugende Sozialpolitik extra Studien auflegen. Was ich aus der Spitzenkritik von Uwe Becker nochmal mitnehme für den Arbeitsbereich und das, also ich würde so sehen wie Herr Stolz im Großen und Ganzen, also wir sollten das eine nicht aus dem Auge lassen und das andere müssen wir aber trotzdem tun und sehen, was können wir jetzt tun im Bereich Prävention und wie sind die vielfältigen Ansätze überhaupt zu bewerten. Dennoch nehme ich mit, dass wir auch nochmal reflektieren sollten den großen Rahmen, ja, also diese ordnungspolitische den Rahmen, in dem wir uns befinden und da nochmal nachfragen müssen, wo kommen wir denn an Grenzen mit dem, was wir hier im Land überhaupt machen können und müssten. Das ist sicherlich nochmal eine Anregung, die wir auch in diesen Arbeitsbereich reinnehmen können. Also gut, dass Sie das darauf hinweisen, weil das ein Missverständnis sein könnte. Natürlich
alleine als jemand, der 15 Jahre in der Gemeinde gearbeitet hat, Arbeit, Prävention und das heißt auch individuellen Zugang und auf kleine Strukturen, Netzwerk und so weiter, völlig klar. Aber was ich meine, ist, neben so einem Gebiet wie Chorweiler, Köln-Chorweiler, da haben wir aufgrund der Mietsegmentierung, aufgrund der Zuweisung in diese Wohngebiete, haben wir schon vom Sozialraum her eine dermaßen Bastion, wo präventive Dinge so relativ hilflos wirken, sage ich mal so bescheiden. Wir haben eine deutlich verminderte Mobilität dieser Kinder und Jugendlichen. Wir haben in aller Regel auch über 90% den Zugang an den örtlichen Hauptschulen. Wir haben in den Hauptschulen schwierige Klientel und Situationen, auch mit der Selbststigmatisierung von Schülern als Loser und Harzer schon sehr früh. Und das sind massive Eckwerte. Und das heißt, an der Stelle ist die Frage, ob das präventiv ist oder ob das intervenierende Arbeit ist, das muss man sich überlegen. Wie überhaupt die Frage ist, ist das vorbeugend, was Sie machen, oder ist das nachsorgend? Also da werden Sie ja morgen diskutieren, ist beides wahrscheinlich. Aber von daher bin ich nochmal sehr dankbar für den Hinweis. Was ich nur sagen wollte, ist, dass wir sozusagen, es kann nicht sein, dass Politik sich massiv auf die subsidiäre Ebene verlässt, wo die subsidiäre Ebene gerade an Fehlleistungen in der Ordnungspolitik zu leiden hat. Und das müssen wir auch miteinander in eins bringen. Haben wir zwei Meldungen. Sie haben das Mikro schon und Till Verträg hat sich gemeldet. Ja, gut. Mein Name ist Roland Matzdorf. Ich bin Abteilungsleiter im Arbeitsministerium und möchte gerne noch mal Bezug nehmen auf das, was Herr Becker so scharfzüngig formuliert hat. Und wo ich mich beziehe zunächst mal auf das Thema, das Martin Hennecke gestellt wurde, was Sie alle im Programm ausgedruckt haben. Das heißt, kann Landespolitik soziale Ungleichheit reduzieren oder bekämpfen? Und ich finde, Martin Hennecke hat das zumindest ehrlich angegangen. Er hat nicht erzählt, dass wir das wirklich bekämpfen können, sondern er hat die Felder genannt, wo wir überhaupt Interventionsmöglichkeiten haben als Landesregierung. Ich finde, Sie haben das Thema, tut mir leid, richtig verfehlt, weil Sie da zwar sehr populär aufgezeigt haben, wo die SPD in den letzten 20 Jahren versagt hat und natürlich auch richtigerweise auf die Ordnungspolitik hingewiesen haben, dass dort schwere Fehler gemacht wurden. Die Frage Rente, die Frage Hartz IV, das ist völlig unstrittig. Aber Sie haben keinen Bezug genommen auf das, was Landespolitik kann. Und wenn Sie dann darauf verweisen, dass man über die Parteigrenzen hinweg, egal welcher Couleur, doch nach Berlin senden könnte, wir brauchen eine andere Ordnungspolitik, wir brauchen eine andere Verteilungspolitik und wir bräuchten sozusagen die Instrumente in NRW, mit denen wir Ungleichheit abbauen können, dann ist das mit Verlaub, das traue ich Ihnen gar nicht zu als Sozialethiker, eine sehr naive Vorstellung von Politik, als ob man sozusagen in der Partei mal eben Mehrheiten herstellen könnte. Sie haben überhaupt nicht berücksichtigt, was das Wort Kräfteverhältnis beinhaltet. Nämlich, dass Sie sowohl in Parteien als auch in Regierungen Mehrheiten haben müssen, um eine bestimmte Politik durchzusetzen. Und ich finde, es ist ein großer Unterschied, ob man eine neoliberale Politik, wie wir sie mal auch in NRW 5 Jahre hatten, propagiert nach dem Motto, diejenigen, die unten sind, sind selber schuld, denn wir geben ja die Chance, jeder kann noch hier was werden. Oder ob eine Landesregierung antritt und sagt, wir wollen zumindest das, was wir können, zur Chancengleichheit beitragen und dann so ehrlich ist zu sagen, was kann die Landesregierung? Sie kann im Kita-Bereich, sie kann im frühkindlichen Bereich, sie kann im schulischen Bereich und im universitären Bereich. Und Martin Hennecke hat darauf angewiesen, sie kann es auch nicht allein, sie kann es nur, wenn der Bund sozusagen mithilft. Denn die Ressourcen sind so verteilt, dass wir natürlich nur immer eine bestimmte kleine Zahl von Menschen erreichen und eigentlich nur vormachen können, was hinter unserem Menschenbild steckt. Und der Spruch, das Menschenbild nämlich kein Kind zurücklassen, besagt, alle Kinder können tatsächlich was erreichen in ihrem Leben, wenn die Rahmenbedingungen und die Startchancen so ausgerichtet sind. Das versuchen wir immer mit einer kleinen überschaubaren Zahl. In unserem Ministerium fördern wir 1100 Langzeitarbeitslose auf dem Weg zurück in Arbeit und weisen nach, dass es nicht an den Menschen liegt, dass sie sozusagen in der Arbeitslosigkeit seit 5 oder 6 Jahren stecken, sondern dass sie in der Lage sind, da rauszukommen. Das ist aber reale Politik. Die müssen Sie natürlich auch mit in den Blick nehmen, wenn Sie auf so einer Veranstaltung auftreten und den Titel haben, kann Landespolitik sozusagen soziale Ungleichheit reduzieren. Sonst, mit Verlaub, kamen Sie zwar viel Beifall, aber das Thema verfehlt. Ein kurzer Kommentar zu der Frage, ob man nicht, wenn es um soziale Ungleichheit geht, nicht nur an das untere Ende der Verteilung, achten sollte, sondern auch an das obere Ende, weil da ja sozusagen politische Machtkonzentration auch relevant ist. Ich stimme Ihnen völlig zu und das ist ja sozusagen auch die Intention gewesen von Thomas Piketty in seinem Buch, Das Kapital im 21. Jahrhundert, wo er anschaut,
die sogenannten Top-Einkommensanteile. Ne? Also wie groß ist der Anteil des oberen 1% oder oberen 2% oder er guckt sogar auf den Anteil des oberen 1 Promilles an den gesamten Einkommen oder an den gesamten Vermögen. Und wenn Sie aber das Buch genau anschauen, für Deutschland finden Sie da nicht so viel, vor allem nicht für die letzten Jahre. Bei den Einkommen und bei den Vermögen finden Sie gar nichts. Woran liegt das? Der große Vorteil von den Daten, die Piketty verwendet, ist, dass es sich um administrative Daten handelt, nämlich offizielle Daten aus der Steuerstatistik. Die sind viel besser als Umfragedaten, wie man sie beispielsweise aus dem sozioökonomischen Panel kennt oder aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes, denn das sind Umfragedaten. Das heißt, es ist eine freiwillige Beteiligung der Befragten. Und Sie können sich vorstellen, die Reichen und Vermögenden nehmen also relativ ungern an solchen Befragungen teil. Deswegen bei der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe Einkommen über 18.000 Euro pro Monat pro Haushalt werden gar nicht erfasst. Im sozioökonomischen Panel sind sozusagen die, die bei Piketty zum oberen 1% gehören, bei den Einkommen und Vermögen überhaupt nicht enthalten. Und das Problem ist, dass wir in Deutschland haben, seit 2009, ist bei dem Erfassen der Einkommen, wir haben die sogenannte Abgeltungssteuer, Kapitalertragssteuer von 25%. Also Kapitalerträge werden niedriger besteuert als Lohneinkommen. Wir haben keine synthetische Besteuerung mehr. Und ganz wichtig für die Messung von Einkommensungleichheit am oberen Ende ist, diese Abgeltungssteuer wird anonym abgeführt. Das heißt, auf Grundlage der Einkommensteuer haben wir keine Informationen mehr über die sehr hohen Einkommen und Kapitaleinkommen sind eben sehr stark konzentriert. Das gleiche bei den Vermögen. Wir haben keine Statistiken über die Vermögensverteilung am obersten Ende, weil es in Deutschland keine Vermögensteuer gibt. Und das ist ein gutes Beispiel für also das Zusammenspiel von Politik und Wissenschaft. Die Politik müsste in einem ersten Schritt eine Vermögensteuer einführen und eine Kapitalertragssteuer, die nicht anonym, sondern personenbezogen erfasst wird. Aus einer forschungsstrategischen Perspektive könnte der Steuersatz auch 0% sein. Immerhin hätten wir dann eine Information darüber, wie die Einkommen und die Vermögen verteilt sind. Und meine persönliche Meinung wäre, dass der Steuersatz größer als 0% sein sollte. Okay, wunderbar für den methodischen Hinweis. Herr Becker, Sie sind auch gezielt nochmal angesprochen worden. Sie sollten Gelegenheit zur Reaktion haben. Herr Matzdorf, ich grüße Sie. Wir haben uns ja schon öfters gestritten. Wissen Sie, klar, ich bin da etwas normativer dran gegangen, weil ich das andere auch gerade ein bisschen langweilig finde. Aber nehmen Sie mal ein Beispiel. 2009 ist die Schuldenbremse mit 2/3 Mehrheit der Länder eingetragen worden ins Grundgesetz. Ohne Ländermehrheit hätte das nicht funktioniert. Ich glaube, da haben die Länder sich keinen guten Gefallen getan. Jetzt sagt der Präsident des EU-Parlaments, Schulz, sollten wir nicht darüber nachdenken, dass wir diese Regelung wieder zurücknehmen, angesichts der Tatsache, dass wir durch die Flüchtlingsaufnahme doch mit Kosten belastet sind, die im Übrigen auch zu einer starken Nutzerkonkurrenz der Verausgabung in den Kommunen gegenwärtig führt. Und da hätten schon Länder Handlungsspielraum gehabt, den sie sich selber beschnitten haben. Das ist für mich ein Beispiel. Ich halte das, was im Föderalismus gegeben ist, ja nicht für statisch. Und was ich einbringen will, ist nur zu sagen, wenn wir das nicht wohl weiter betreiben wollen, also sozusagen Präventionspolitik auf der unteren Ebene oder 1100 Langzeitarbeitslose zu begleiten und dann zu derselben Erkenntnis zu kommen, die ich auch habe, dann muss es doch dazu kommen, dass wir sozusagen Dehnungsfugen suchen, wie wir das System auch ein Stück umgestalten können, damit dass das Geld auch dahin fließt, wo das vitale Geschäft ist. Und das ist nun mal dort vor Ort, wo die Menschen leben und da müssen die Mittel auch fließen. Ich will ein anderes Beispiel sagen. Die beiden Sozialdezernenten der Landschaftsverbände hatten sich ausgesprochen gefreut darüber, dass im Koalitionsvertrag drin stand, dass 5 Milliarden Entlastung für die Eingliederungshilfe kommen sollte. Das heißt, sie hatten gedacht, wir kriegen das Geld. Nun ist die Eingliederungshilfe in Rheinland-Pfalz anders finanziert, vom Land, in Bayern machen es die Kommunen und so weiter und so fort. Und man hat sich jetzt darauf verständigt zu sagen, das sollen jetzt die Kommunen kriegen und die Landschaftsverbände bekommen es also nicht. Jetzt, was passiert in dem Fall? Da die Kommunen wenig geneigt sind, eine höhere Umlagefinanzierung einzugehen, ist jetzt die Frage, wie man bei steigenden Fallzahlen das Geld auf die einzelne Person von Menschen mit Behinderung reduziert. Und das sind so Beispiele für mich, wo ich sage, diese Klemmen müssen weg. Also diese Logiken sozusagen auch der Finanzzuständigkeit, die nicht verantwortbar sind offensichtlich für das, was am Ende ankommt. Und diese Verantwortung für das, was am Ende sozialpolitisch passiert, das ist eine gesamtpolitische Verantwortung von Kommunen, Ländern und Bund. Und darüber müsste mehr diskutiert werden. Gut, mit Blick auf die Uhr, wir haben noch Zeit für eine Runde. Eine Meldung hier vorne habe ich. Falls es noch eine zweite gibt, melden Sie sich gerne und dann würde ich gerne abschließen. Bitte, da kommt es. Ja, Heike Herrmann, ich leite in der FGW den Bereich integrierende
Stadtentwicklungspolitik. Jetzt bin ich schon so davon beeinflusst. Sie haben schon gemerkt, es gibt Überschneidungen unserer beiden Bereiche, aber ich möchte trotzdem da dann auch noch den räumlichen Aspekt noch mal stark machen. Es ist nicht nur so, dass wenn wir soziale Ungleichheit betrachten und auch auf der städtischen Ebene betrachten, wir Reichtum und Armut betrachten müssen. Wir müssen auch die unterschiedlichen Gebiete betrachten. Und das ist eben genau das, was in dem ersten Beitrag von Herrn Hennecke, der jetzt nicht mehr da ist, denke ich, oder in den politischen Programmen zu kurz kommt. Das Programm Soziale Stadt konzentriert sich auf Gebiete sozialer Benachteiligung. Ich war in den ersten Anfängen mit dabei, als das Programm etabliert wurde. Und ich kann Ihnen sagen, die Förderung auf der einen Seite stand der Nichtförderung auf der anderen Straßenseite gegenüber. Also solange man solche Grenzen zieht, die dann auch häufig noch nicht mal den Grenzen der Bewohner entsprechen, in der Beförderung von Chancen und Zugängen zu Dingen, werden wir das nicht schaffen. Deswegen plädieren wir in unserem Bereich für den innerstädtischen Lastenausgleich. Und das ist auch auf der städtischen Ebene zu machen. Das ist, da braucht man also natürlich immer auch die unterstützende Landespolitik und auch die Bundespolitik. Und ich glaube, dass wir in der Situation, und da werden wir morgen auch noch ein bisschen näher in unserem Panel drauf eingehen, in der Situation, in der wir jetzt sind, wo die Konkurrenzen um die Ressourcen in den Städten enorm steigen werden, dass wir genau dann darauf achten müssen, dass es nicht wieder bestimmte Gebiete sind, die das alles wuppen sollen, die das alles schaffen sollen, die Zuwanderung schaffen sollen, die Integration schaffen sollen und so weiter, sondern dass wir die anderen auch daran beteiligen. Und um das nochmal zu ergänzen, trotz aller Polarisierung, Lastenausgleich geht auch immer so von zwei Enden aus. Nein, wir haben auch noch eine Mittelschicht, noch haben wir sie. Ja, und die wäre dann auch in die Pflicht zu nehmen. Und ich kann Ihnen sagen, das zeigen dann wiederum viele Studien, die wuppt auch viel in unserem Lande, also mittelständische Betriebe und so weiter, die auch jetzt in der Krisensituation häufig diejenigen sind, die innovative Konzepte zur Integration versuchen zu entwickeln, weil sie nämlich die Menschen auch brauchen. Ja, das wollte ich also quasi nochmal einbringen, dass es auch darum geht, nicht nur arm und reich, sondern auch, wenn man sich verschiedene Gebiete anguckt, die benachteiligten Gebiete und die etwas wohlhabenderen Gebiete mit einzubeziehen. Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie es noch mal ein bisschen runtergekühlt, kann man sagen. Das war jetzt wunderbare Überleitung zur Kaffeepause, die jetzt ansteht, in der sich alle ein bisschen erholen können. Ich hoffe, die Streitlust ist aber nicht ganz erlahmt. Die können Sie gerne mit in die Kaffeepause nehmen und vor allen Dingen gerne wieder mitbringen, denn wir haben gleich im Anschluss auch noch ein richtiges Streitgespräch. Ich hoffe, Sie beteiligen sich engagiert. Kaffeepause jetzt. Es geht dann um kurz nach hier wieder weiter. Um spätestens 10 nach geht die Veranstaltung dann in die nächste Runde. Vielen Dank.